Der PAF 59 Clone. Und wir haben ein Jahr damit getestet. Und das Ergebnis war absolut verheerend. Hey Wolfgang. Hey Michi. Hey Kurt. Hey Michi. Herzlich willkommen zu Supergen TV und schön, dass wir zwei so tolle Gäste heute haben. Den Wolfgang Höhnlein, promovierter Physiker und Mitglied bei GTEC, dem Verein für E-Gitarrentechnik. Und ich bin super froh, dass du da bist. Du warst mir ein paar Mal zu Gast und heute geht es um ein spannendes Thema, nämlich PAF-Tonabnehmer. Test. Genau. Und Kurt Hertel, schön, dass du da bist wieder. Der Kurt, den kennt ihr ja schon von unserem Blues-Improvisations-Online-Kurs und ihr wart beide jetzt schon öfter mal zu Gast bei uns. Ihr wisst, die beiden sind vom Verein GTEC Forum E-Gitarrentechnik, richtig? Forum E-Gitarrentechnik e.V. GTEC. So sieht's aus. Und wir haben vor zwei Jahren den Beschluss gefasst, wir testen jetzt Tonabnehmer, weil wir haben alle das Problem. Wir brauchen den besten Tonabnehmer, oder Kurt? Das war eigentlich deine Idee. Du hast angefangen zu sagen, Mensch, wir müssen mal so PAF-Clones testen. Ja, es wird ja sehr häufig über Tonabnehmer geredet, natürlich. Und der 59er-Tonabnehmer, dieser PAF, das ist ja so ein heiliger Gral sozusagen. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen gespielt. Ja. Witzigerweise ist es aber so, dass fast alle namhaften Tonabnehmerhersteller so ein 59er-Set im Programm haben. Und mich hat dann am Ende einfach interessiert, was verstehen die eigentlich drunter? Also was machen die? Was ist für die ein 59er? Und wie klingen die? Und vor allem, wie klingen die im Vergleich? Weil es gibt ja ein Riesenangebot an solchen Clones. Also jeder Hersteller hat sowas im Programm, gell? Und wie sind wir denn eigentlich vorgegangen? Was war so der Plan von dem ganzen Ding? Wolfgang, magst du da was erzählen dazu? Also wir wollten uns eigentlich sehr an dem orientieren, was ihr Musiker berücksichtigt, wenn ihr euch einen neuen Tonabnehmer kauft. Aber nicht ganz vergessen, dass wir die in einer Art und Weise vergleichen, wie das bei wissenschaftlichen Tests üblich ist. Das heißt, wir haben eine Mischung gewählt aus einem praxisorientierten Test und einem wissenschaftlichen Ansatz. Und unser wissenschaftlicher Ansatz bestand darin, dass wir die Clones für euch mit einer Camouflage versehen haben. Wir haben sie nicht kenntlich gemacht. Ihr wusstet also nicht, was ihr da testet. Genau, sehr spannend. Du hast einen dabei. Das heißt, so sahen die aus, die wir bekommen haben. Und wir können ja mal sagen, es waren dabei Kloppmann, Throwback, Häusl, Amber, Seymour Duncan und Roswell. Das heißt, vier davon sind, sagen wir mal, schon High-End-Pickups. Hochpreisig, könnte man sagen. Ja. Also die Sachen, die wir eigentlich alle haben wollen. Ja. Boutique-Pickups nennt man das, oder? Ja, genau. Also die sind schon in der höheren Preisregion angesiedelt. Der Seymour Duncan ist für uns eher so ein mittelpreisiger, würde ich sagen. Und der Roswell, ja, der ist schon relativ günstig, ist weit unter 100 Euro das Set zu bekommen. Und es ist natürlich super spannend rauszufinden, hören wir den Unterschied und wie testen wir das? Wolfgang, du hast eine unglaubliche Gitarre gebaut, mit der wir ganz schnell Pickups wechseln können. Ja, diese Gitarre besteht im Wesentlichen aus einem Telekorpus, der ein bisschen modifiziert ist. Wir können hier mit diesem Schiffchen immer jeweils einen Tonabnehmer verschieben und gleichzeitig den entsprechenden Tonabnehmer auch einschalten. Das ist hier mit diesen beiden Schaltern möglich. Und dadurch sind wir in der Lage, sehr schnell Sounds zu wechseln, Tonabnehmer zu wechseln und die entsprechenden Messungen auch durchzuführen. Und das war ganz spannend eigentlich, als wir das ausprobiert haben. Wir haben dann wirklich einen Tag lang uns getroffen und alle Tonabnehmer eingebaut und gegeneinander getestet. Und kannst du dich noch erinnern, wie unser Ergebnis war an dem Tag?
Ja, wir waren einfach sehr erstaunt, weil wir eigentlich schon gedacht haben, also diese ganzen verschiedenen Tonabnehmerhersteller würden schon auch, jeder würde so im Prinzip so seinen eigenen Sound haben. Und letztlich mussten wir zunächst mal feststellen beim ersten Antesten, das klingt alles sehr, sehr ähnlich bis zu dem Punkt, es klingt eigentlich alles gleich. Ja, es war dann tatsächlich so, dass wir da gesessen sind und klar, da waren am Anfang waren die Ohren auch noch relativ frisch und ich muss leider sagen, ich konnte keinen Unterschied hören. Es war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie sagt, ja, der klingt ein bisschen mehr so oder ein bisschen mehr so. Das war wirklich einfach derselbe Sound. Ja. Und dann haben wir da auch viele Aufnahmen gemacht und diese Aufnahmen, die gibt es auch zu hören bei euch auf der Website. Genau, auf der GITEC Homepage kann man die hören. Also wer da mal so einen Hörvergleichstest machen möchte, auch dann mit direkt im Anschluss einem Ergebnis, was man dann anschauen kann, der kann gerne auf unsere Homepage gehen. Genau, und den Link findet ihr natürlich unten und oben in den Infokarten könnt ihr das sehen, da könnt ihr gleich draufklicken und mal einen Test machen und mal schauen, ob ihr hört, ob das anders klingt. Ja, ich habe da relativ viele Beispiele aufgenommen mit der Gitarre und das war sehr spannend. Ja? Und wir haben sehr viele Soundbeispiele zum Auswerten gehabt. Ich glaube, wir haben über 1000 Sounds Schnipsel erzeugt, die wir dann natürlich am Ende entsprechend auch unseren Testern vorführen mussten, was ziemlich aufwendig war und die Länge des Tests natürlich auch beeinflusst hat. Genau, ja. Also das heißt, wir haben uns da ein ziemlich ausgeklügeltes System überlegt, wie wir denn da testen und wie wir diese Sounds aufnehmen. Und da ist wahnsinnig viel rausgekommen. Ich bin total gespannt, was ihr sagt, was ihr da hört, ob ihr die, wie euch das einfach gefällt. Ich sage jetzt mal nichts dazu, ja. Klar, nachdem wir das gemacht haben, habe ich natürlich gesagt, Leute, ich meine, klar, ich kenne ja die Gitarre nicht, ja, und ich will jetzt mal diese Tonabnehmer natürlich in meiner Gitarre testen, in einer Gitarre, die ich gut kenne und von der ich auch weiß, dass die einfach total, das ist einfach eine super Gitarre. Ich habe dann gesagt, ich baue die in meine PRS McCarty ein, eine meiner Lieblingsgitarren und teste mal, ja, weil ich habe gedacht, okay, die Gitarre, klar, das ist so ein Bausatz und hier und man hört dann immer wieder von Gitarrenbauern, ja, die Gitarre gibt es vielleicht nicht her. Ja, das ist ja so ein ganz beliebtes Ding, oder was wir oft mal hören. Und ja, ihr glaubt es natürlich auch erstmal, wenn jemand, der viel Erfahrung hat im Gitarrenbau, sagt, die Gitarre ist sehr, sehr wichtig und kann nur das übertragen, was der Tonabnehmer hergibt eigentlich, oder? Das ist doch sowas, was man so normal hört. Das ist so diese allgemeine Meinung, die man sehr häufig hört, also gerade von Gitarrenbauern, genau, die dann oft überzeugt sind, dass natürlich die Gitarre selber einfach auch einen wesentlichen Anteil hat am Sound einer E-Gitarre. Genau. Und deswegen sind wir dann zu Level 2 umgestiegen, oder? Mhm. Und haben gesagt, wir bekommen jetzt immer so alle 2-3 Wochen ein Paket geschickt vom Wolfgang. Und da waren solche Dinge drin und man konnte wirklich nichts erkennen. Ja, die sahen alle wirklich ziemlich gleich aus. Oder ich meine, ich vergesse ja auch so viel Zeug schon wieder. Ich habe dann schon längst wieder vergessen, wie die vorher ausgesehen haben. Und es war tatsächlich so. Ich habe das nicht erkannt. Bis auf ein einziges Pärchen, das konnte ich dadurch erkennen. Da war der Pickup ein Ticken breiter und der ging nicht gescheit rein in diese Pickup-Fräsung. Und dann musste ich immer ein bisschen so drücken. Das war das Einzige, was eben war. Aber jetzt war es immer super spannend. Ich habe das Päckchen ausgemacht und das Erste, was ich gedacht habe, welcher ist das jetzt? Oder? Ich habe gedacht, könnte es der Kloppmann sein oder welcher ist es jetzt? Oder ist es der billige China und so? Aber man konnte es jetzt nicht so wirklich erkennen eigentlich. Klar, manche haben ein bisschen anderes Kabel gehabt, aber ansonsten war es immer spannend, oder? Wie ging es dir? Mir ging es tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung gehabt, weil die eben verklebt waren und ich habe mir erstmal überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, was ist da drin. Das ist ja auch immer die Gefahr, wenn man Vergleichstests macht oder wenn man überhaupt was ausprobiert. Wenn man weiß, was das für ein Fabrikat oder für ein Modell ist, dann spielt natürlich unsere Erfahrung oder unsere Wünsche oder das, was man schon mal gehört hat über dieses oder jenes Modell, das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und ob man will oder nicht, das wird einen dann letztlich in seinem eigenen Urteil beeinflussen. Also von daher war das natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir die Tonabnehmer verklebt haben.
Man spricht dann ja hier auch von einem sogenannten Blindtest. Und bei mir war es aber wahrscheinlich im Vergleich zu dir dann schon ein bisschen anders, dass ich mir erstmal überhaupt nichts gedacht habe, ja, und nicht überlegt habe, was könnte das sein oder ist es der oder der Tonabnehmer, sondern ich habe die einfach eingebaut und habe dann erstmal geguckt, ja, was macht der Tonabnehmer dann mit mir sozusagen. Genau, und dann haben wir tatsächlich so einen Test gemacht, wo wir Aufnahme gemacht haben und ich habe auch immer Video gemacht und habe meine Eindrücke in so kleinen Videos gesammelt und war mir auch total sicher, dass ich da Unterschiede höre. Ich habe das Ding eingebaut und dann habe ich, manche von denen hatte ich den Eindruck, klangen sofort super und klangen irgendwo ausgewogen. Andere hatten irgendwelche unangenehmen Frequenzen, die mir einfach unangenehm aufgefallen sind. Und manche hatten irgendwo, waren irgendwie sehr höhenreich, andere weniger höhenreich. Und das habe ich so gesammelt, ja. Und wir haben dann tatsächlich zwei Durchgänge gemacht. Also wir haben die 6 Pickups alle durchgemacht, ja, alle paar Wochen Pickups gewechselt. Und dann haben wir einen zweiten Durchlauf gemacht mit nochmal denselben Pickups, aber natürlich in einer anderen Reihenfolge, die nur der Wolfgang wusste. Das nennt man einen Doppelblindtest eigentlich, oder? Nein, nicht ganz, weil ich wusste ja Bescheid, nur ich habe ja am Test nicht teilgenommen. Ah, genau. Genau, also ein Doppelblindtest würde man so bezeichnen, wenn der Testassistent oder der, der sozusagen den Testern assistieren zur Verfügung steht, wenn der auch nicht weiß, was da eigentlich unter der Haube zu finden ist. Ja, das nennt man dann einen Doppelblindtest. Wir haben halt hier sozusagen einen zweiten Durchgang gemacht. Ich möchte noch mal ganz kurz anknüpfen, weil das war sehr interessant, was du gerade gesagt hast, weil du gesagt hast, du hast die Dinger eingebaut und hast immer ein starkes Gefühl gehabt, ja, ein starkes Gefühl, entweder positiv oder negativ, also dir hat der Tonabnehmer gefallen oder dir hat er nicht gefallen, das war für dich klar und bei mir war das nämlich ganz genauso, wir hatten beide, und das ist das Spannende an dieser Geschichte, wie man dann später noch merken wird, wir hatten beide immer ein sehr starkes Gefühl, ein sehr starkes Urteil, ob uns diese Tonabnehmer gefallen und ob sie uns nicht gefallen. Und wir konnten auch immer, glaube ich, ganz gut sagen, warum sie uns auch nicht gefallen oder warum sie uns gut gefallen. Ja, also so auch mit diesen Attributen, die man natürlich kennt, ist wohltönend, klingt warm, der Tonabnehmer ist transparent, man hat den Eindruck, der setzt sich gut durch. Oder, wie du auch schon erwähnt hast, da gibt's die kreischenden Höhen, da sind die Bässe überbordend und so weiter, wenn man jetzt mal ins Negative geht. Also die Urteile, die sich in uns da gebildet haben, die waren immer sehr stark. So, und dann war eben dieser erste Durchgang mit allen 6 Pickup-Sets, der war durch. Naja, und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das war eine bestimmte Empfindung, aber wir wussten ja nicht, was unter diesen Verdeckungen drunter waren. Und jetzt haben wir natürlich einen zweiten Durchlauf gemacht. Wieder alles verdeckt, nur der Wolfgang wusste, was wir tatsächlich in den Tonabnehmern drin hatten. Und jetzt hatten wir wieder die Möglichkeit, sozusagen die Tonabnehmer zu testen. Und am Ende war es halt so, dass wir natürlich dann die Ergebnisse vergleichen mussten. Ja, oder wir haben nicht vergleichen mussten, sorry. Ich muss noch dazu sagen, wir haben ein Ranking jeweils erstellt am Ende. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, wir haben einfach festgelegt, Tonabnehmer XY ist für uns an der ersten Stelle und Tonabnehmer Z, keine Ahnung, ist halt an der letzten Stelle und dazwischen die Platzierungen haben wir halt auch soweit vergeben. Also von Tonabnehmern, die uns gut gefallen, bis zu den Tonabnehmern, die uns halt weniger gut gefallen. Dieses Ranking haben wir am Ende des ersten Durchlaufs gemacht und auch am Ende des zweiten Durchlaufs. Und jetzt kam, ich sage jetzt mal, ein sehr interessantes Ergebnis zutage. Ja, ich muss vorher noch sagen, natürlich beim zweiten Durchlauf ist man natürlich schon irgendwo gepolt. Das heißt, ich habe jetzt gewusst, okay, es gibt 2 Pickups, die finde ich total ausgewogen, die klingen irgendwo, ja, die gefallen mir ganz gut. Dann gab es irgendwie 2, die haben so ganz komische Höhenfrequenzen gehabt, die mir unangenehm waren. Und dann gab es, glaube ich, einen, der war sehr höhenreich und einer war eher dunkel und matt klingend. Ja, das waren so meine Dinge. Und klar, wenn ich jetzt das zweite Paket bekommen habe vom Wolfgang, also den zweiten Durchlauf, dann habe ich natürlich immer gedacht, okay, jetzt müssen die ja wieder kommen. Also ich muss diesen Sound ja wiederfinden können da drin. Und dann habe ich immer gerätselt und habe gedacht, okay, ja,
in welche Kategorie fällt denn jetzt der Pickup? Weil es muss ja irgendwie der sein. Und ich war nach der ersten Runde ja felsenfest davon überzeugt, dass das genauso ist, dass es diese 6 Pickups klingen genauso. Ja? Und jetzt ging es mir halt so, ich wollte das jetzt wiederfinden irgendwo. Mhm. Es musste ja sich widerspiegeln in dem zweiten Test. Und jetzt war das irgendwie dummerweise gar nicht mehr so einfach. Weil das habe ich gedacht, an einem Tag habe ich dann gedacht, ja, ah, das ist der Ausgewogene. Das kennt man gleich genau, das ist der. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, na, vielleicht ist es doch der mit den komischen Mitten. Irgendwas ist da mit den Mitten. Ja, jetzt nehme ich doch nochmal irgendwie einen anderen Amp und schau mal, wie das ist. Und ja, und dann war die Sache schon nicht mehr so wahnsinnig easy. Ja. Mhm. Und aber trotzdem habe ich dann ein Ranking gemacht von dem zweiten. Und lustigerweise war es auch so, man geht ja, letztendlich ist man ja immer auf der Suche nach einem Sound. Und eigentlich, ich bin reingegangen mit der Vorstellung, ich suche eigentlich einen Pickup, der irgendwie höhenreicher und klarer und offener ist, als der, der jetzt schon drin ist in der PRS. Ja, das waren diese, in der PRS sind diese 5708 und so, diese auch 57er und hinten ist der 59er Pickup drin gewesen. Und ich habe immer gedacht, ah, die klingen vielleicht ein bisschen zu dunkel, ich hätte gern was irgendwie offener ist. Ja. Und was sich aber verändert hat im Laufe der Zeit, lustigerweise, ist das, was mir am sozusagen, ich habe dann gedacht, ich suche eigentlich das gar nicht. Ich suche eigentlich gar nicht einen, der höhenreicher ist. Ich suche eigentlich eher einen wärmeren Sound. Das heißt, meine Soundvorstellung, dadurch, dass ich so viele verschiedene Pickups getestet habe, hat sich eigentlich ein bisschen verändert. Das heißt, meine Prioritäten haben sich so ein bisschen verschoben, auch witzigerweise, sodass ich mir klarer geworden ist, welchen Sound ich eigentlich suche, dass ich gar nicht diesen höhenreichen suche, sondern was anderes. Das hat auch noch ein bisschen damit gespielt, natürlich. Aber dann kam es dazu, dass wir dir die Ergebnisse geschickt haben von unserem Vergleichstest. Ja, und ich war ziemlich sicher, dass ich ganz nah dran bin eigentlich, dass ich eigentlich die Dinger, oder du auch? Oder? Ja, absolut. Also ich war mir auch sicher, dass ich die Favoriten aus meinem ersten Durchgang, dass ich die auch im zweiten Durchgang als Favoriten habe und die mir halt nicht gefallen haben, dass die in beiden Rankings dann auch unten landen werden. Und dann kam der Tag, wir haben es ein bisschen hinausgezögert danach, das heißt, es war dann... Aber es war super spannend, dann kam, weiß ich noch, wir saßen in der Zoom-Konferenz und dann hast du gesagt, schau mal her, das habt ihr jetzt rausgefunden. Jetzt erzähl mal. So ist es, ja. Und das war sozusagen die Umwertung aller Werte. Ja. Also der zweite Durchgang war insbesondere bei dir, Michi, so, dass die ersten Plätze an die letzten Plätze gewandert sind. Bei Kurt war ein bisschen mehr Konstanz da, aber auch nicht die gleichen Plätze in der Reihenfolge herausgekommen sind, sodass eigentlich die Unsicherheit, die ihr hattet, die du gerade angedeutet hast, sich in diesem Testergebnis massiv wiedergegeben hat. Ja. Also es hängt sehr von euren Stimmungen ab, wie ihr diese Tonabnehmer bewertet, die von ihrer Konstruktion her sehr ähnlich sind. Und ich muss dazu sagen, wir haben ja auch elektrische Messungen vorher gemacht, zusammen mit Tillmann Zwicker. Und diese elektrischen Messungen haben zumindest für 5 von den 6 Testkandidaten sehr identische Ergebnisse ergeben. Und das hat mich zumindest ziemlich sicher gemacht, dass die sich gar nicht so sehr stark unterscheiden. Und deswegen war ich sehr überrascht, als ihr mit so eindeutigen Urteilen daher gekommen seid nach dem ersten Testdurchlauf. Das ist eigentlich wirklich faszinierend, weil ihr habt eben diese Tonabnehmer durchgemessen und ihr habt sie auch so lautstärkemäßig, glaube ich, einigermaßen nivelliert, sodass man das gut sehen kann. Wie die Kurven gegeneinander aussehen, können wir ja mal kurz einblenden sogar. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Die Kurven unterscheiden sich praktisch nicht oder sind zumindest in einem Maß, die das menschliche Ohr eigentlich nicht hören kann, oder? Richtig. Die Unterschiede von 5 von 6 Testkandidaten sind so minimal, dass man eigentlich nichts mehr hören kann oder können sollte, muss man genau genommen sagen. Und nur der eine, der billigste auch war in diesem Testfeld, der hatte ein abweichendes Kennlinienfeld und hätte uns eigentlich auffallen müssen im Test.
Genau, lustigerweise war das der, wo ich dann danach gesagt habe, der klingt am wärmsten von allen. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, ja, weil der war dann praktisch in der zweiten Runde mein Favorit, witzigerweise der allerbilligste, weil ich gedacht habe, hey, ja, der klingt viel wärmer irgendwie, der ist irgendwie, ja, aber das hat mir natürlich andererseits dann wieder auch wirklich fertig gemacht, weil ich habe dann im zweiten Test tatsächlich den Roswell favorisiert. Mhm. Echt verrückt, gell? Mhm. Aber wie ging es dir, nachdem du das Ergebnis dann bekommen hast? Ja, ich war natürlich auch sehr überrascht. Ich bin tatsächlich auch bis heute noch nicht so mit meiner, ich habe noch für mich keine letztliche Beurteilung getroffen. Also natürlich ist es einerseits schockierend, allerdings war ich vielleicht im Vergleich zu dir vorher schon der Ansicht, dass das unser Gehirn oder unsere Vorerfahrungen, dass das alles irgendwie damit reinspielen kann oder auch sowas wie Tagesform oder keine Ahnung. Also man hört auch jeden Tag möglicherweise ein bisschen anders. Also ich habe zumindest bis zu einem gewissen Grad schon erwartet, dass es zu so einem Ergebnis kommen kann. Was ich vielleicht noch an der Stelle ergänzen kann, also du hast ja deine ganzen Erfahrungen über diese Videos sozusagen dokumentiert. Ich habe zusätzlich noch so ein kleines Test-Tagebuch geführt und habe quasi halt immer aufgeschrieben, wenn mir irgendwas aufgefallen ist, in Notizen dann einfach ja dokumentiert. Und da ist mir zum Beispiel bei einem Tonabnehmer, bei dem Throwback halt aufgefallen, dass ich den in der ersten Runde, da habe ich ihn sehr gut bewertet, da war der bei mir auf Platz Nummer 2 und da habe ich dann so Sachen geschrieben, ja, Bässe und Höhen total ausgewogen, warme Mitten, schmatzende Ansprache, also mit diesen Attributen, die man halt kennt. Im zweiten Durchlauf habe ich den Tonabnehmer auf Platz 5 gesetzt, ja, und da standen dann auch so Sachen in meinem Tagebuch drin, kreischende Höhen, die Bässe sind überbordend und so weiter und so weiter, und am Ende schreibe ich noch, es macht überhaupt keinen Spaß, mit diesem Tonabnehmer zu spielen, ja. Ein und derselbe Tonabnehmer, ja, und dann fragt man sich natürlich, woran liegt es? Und jetzt kann man natürlich auf der ersten Ebene sagen, oh ja, das ist jetzt wahnsinnig frustrierend, wir haben versagt, ja, so, wir hören überhaupt nichts. Ja, weißt du, jetzt ist immer das Ding, du hörst es halt nicht, das können halt nur bestimmte Leute dann auch hören, weil die haben ein ganz feines Gehör und können da, klar, das gibt es vielleicht schon. Ja. Genau, aber man könnte natürlich schon auch eine nächste Ebene und aufmachen und sagen, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Also inwieweit spielt die Psyche oder die Psychologie einfach eine große Rolle in der Hörerfahrung, ja? Was uns jetzt anscheinend hier ja auch passiert ist. Und was können wir vielleicht daraus an Erkenntnissen gewinnen, damit wir nicht ständig in diese Falle tappen und immer wieder einen neuen Tonabnehmer kaufen, wo wir denken, ja, der ist klasse, und nach einer gewissen Zeit merken wir, ja, der passt vielleicht dann doch nicht so. Ja. Vielleicht kann man sozusagen aus diesem Ergebnis dann letztlich doch was Positives, ja, herausarbeiten, was uns für die Zukunft hilft. Also ich habe sehr viel positive Schlüsse gezogen eigentlich. Ich übe jetzt wieder mehr und schaue weniger Tests an von Tonabnehmern, weil ich jetzt mir auch mehr Zeit gebe, wirklich den Tonabnehmer erstmal kennenzulernen. Oder auch in bestimmten Gitarren denke ich mir ab und zu mal wieder, ja, irgendwie, boah, ja, da habe ich früher immer sofort den Tonabnehmer raus. Ich habe sofort raus und einen rein, wo ich gedacht habe, boah, der muss super klingen. Und dann klang der auch gut. Ja, weil immer dann, wenn es ein Wahnsinnsfabrikat ist und super gelobt wird und du baust den ein, dann klingt der auch gut. Weil du denkst, was stimmt, die haben alle recht, alles, boah, hör mir an, die Mitten und so, das ist echt total super, die Höhen total angenehm, ja. Vielleicht ist es so, aber ich glaube, dass unglaublich viel die Psychologie mitspielt und die einfach schon mal, du hast diese Bestätigung vorher schon, dass der gut klingen muss. Jetzt gebe ich mir viel mehr Zeit, ich drehe mehr am Amp wieder, weil der Amp hat ja eine Klangregelung. Und letztendlich, wenn man sich das anschaut, der Pickup hat eine gewisse Frequenz, Struktur, ja. Irgendwelche Frequenzen sind betont und andere eben nicht. Und eine Klangregelung kann ja sowas beeinflussen. Das heißt, ja, also ich gebe mir mehr Mühe, den Sound anzupassen und sage nicht sofort, ah ja, der hat, ja, weil ich immer gedacht habe, es gibt eben schlechte und gute Tonabnehmer. Von dem her war das unglaublich hilfreich, das zu machen. Und auch dieser erste Schock, der hat sich jetzt letztendlich ein bisschen umgekehrt in mehr Geduld und einfach mehr Gitarre spielen.
Und das war für mich unheimlich lohnend. Ja. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, wir haben ja auch Tests gemacht mit Amateuren, nicht wie ihr, Profis. Haben Hörtests gemacht nur, die nicht gespielt wurden, sondern nur abgehört wurden. Und da haben wir auch eine Reihenfolge rausgekriegt. 48 Leute haben sich daran beteiligt, also eine bessere Statistik als zwischen euch beiden. Mhm. Und der Test verlief so, wie eigentlich die elektrischen Ergebnisse das gezeigt haben. Es gab eine dichte Spitzengruppe, die allerdings nicht korreliert hat mit den Preisen dieser Tonabnehmer. Und es gab einen eindeutigen Verlierer, das war der billigste. Der hat nämlich, das hatte ich ja schon erwähnt, auch bei den elektrischen Messungen einen anderen Frequenzgang gehabt, weniger Höhen als die anderen. Der wurde von den Testteilnehmern eindeutig erkannt und auf den letzten Platz gesetzt. Mhm. Reihenfolge war dasselbe wie bei eurer Testung mit einer Rangliste. Und die ersten fünf waren relativ dicht beieinander gelegen und der weniger höhenbetonte war am Schluss des Feldes. Mhm. Weil ich habe ja dann auch immer wieder gesagt, okay, so ein Hörtest, das ist ja irgendwie nicht das richtige Ding, weil du hörst also ein aufgenommenes Signal, du musst es schon selber probieren. Ja? Ich habe mir gedacht, dass der heilige Gral ist, ich baue das ein und ich probiere es selber aus. Ja? Aber das Problem, das sich dabei stellt, ist natürlich, du bist ja die Testperson. Das heißt, du gehst auch mit bestimmten Erwartungen, also ich kann das nicht so kühl machen, dass ich erwarte jetzt gar nichts. Ja? Mhm. Ich versuche es zwar, mhm, aber letztendlich hat man immer irgendeine Erwartung und versucht zu hören, okay, was ist das für ein Tonabnehmer? Ja, ist es der gut? Und das war eigentlich das Erschreckendste, dass ich oft dann, besonders im zweiten Durchgang, war mir dann immer unklarer, ist es jetzt der 40-Euro-Tonabnehmer oder der 400-Euro-Tonabnehmer, so mal jetzt ganz klar. Mhm. Und dann habe ich wirklich an mir selber gezweifelt, aber das kann wohl nicht wahr sein, dass das muss man doch hören. Mhm. Ja, so hören wir das ja auch immer. Das hört man doch, ja, dass das der ist und so. Ja, ja, ich muss dann zugeben, je nach Tagesform habe ich das dann gehört oder nicht und im Endeffekt habe ich es nicht gehört. Ja. Das heißt, dieses Problem, dass man jetzt das selber testen kann, da ist natürlich von dem her wieder dieser Test, dass ich das aufnehme und irgendwo kann ich das wahrscheinlich objektiver beurteilen, wenn ich was höre, ja, obwohl ich es nicht spielen kann selber. Ja, was denkst du? Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also klar kann man immer sagen, dass die reinen Hörtests dann vielleicht nicht so ganz der Praxis entsprechen, aber ich denke mal, so eine gewisse Vorauswahl kann man natürlich da schon auch treffen. Ja? Also oder nicht Vorauswahl, aber so eine Grundtendenz kann man vielleicht dann schon erkennen, wie der Tonabnehmer grundsätzlich reagiert oder was der eigentlich macht mit dem Sound. Ja? Die Details, ja, da magst du dann schon recht haben. Also das muss man dann natürlich immer noch selber auch so ein bisschen rausfinden. Wir haben jetzt so ein bisschen über diesen Roswell ja auch gesprochen, aber eigentlich fast schon wieder so ein bisschen ins Negative, klar, weil es der einzige Ausreißer war. Und wir haben jetzt gesagt, naja, der hat jetzt natürlich keinen wirklichen Peak mehr in den oberen Mitten. Aber letztlich ist es ja auch kein schlechter Tonabnehmer. Der klingt halt nur etwas bedeckter und wie der Wolfgang das auch schon öfter mal erwähnt hat, möglicherweise ist genau der Tonabnehmer dann für irgendwelche verzerrten Sounds sogar interessanter, ja, weil der das Ganze so ein bisschen weicher klingen lässt. Und solche Sachen, naja, das muss man dann tatsächlich am Ende schon für sich natürlich herausfinden. Mhm. Also es war auf alle Fälle eine ganz interessante Geschichte. Gell? Mhm. Vielleicht sollten wir zu eurer Ehrenrettung oder zur Ehrenrettung eurer Beurteilung noch dazu sagen, dass wir natürlich ein sehr enges Testfeld hatten, per Definition. Es war keine Unterscheidung zwischen einem Single Coil oder einem Humbucker, sondern es war ein speziell und immer gleich gebauter Humbucker, der hier zum Test stand. Und dass die ähnlich klingen, das konnte man zumindest erwarten, wenn die Hersteller ihren Job gut gemacht haben. Ja, das stimmt. Natürlich gibt es, selbstverständlich gibt es unterschiedliche Tonabnehmer, die auch unterschiedlich klingen, die man auch raushört. Das ist ja klar. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt einen habe, der wirklich ein Rock-Tonabnehmer ist, der wahnsinnig heiß gewickelt ist, klar klingt der anders wie irgendein ganz mit
PAF-Klon, der irgendwie natürlich viel, viel weniger Wicklungen hat oder was auch immer. Also natürlich gibt es da Unterschiede. Mhm. Also wir reden hier jetzt wirklich von Tonabnehmern, die einfach die gleiche Bauart haben. Mhm. Und erstaunlich ist ja wirklich, dass die, ich weiß nicht, ob die sprechen sich wahrscheinlich nicht ab. Ja? Mhm. Das heißt, die kriegen es auf alle Fälle hin, dass die gleich klingen. Das ist ja schon mal Wahnsinn eigentlich. Also wenn man sich den Frequenzgang anschaut, oder? Die kriegen es ja wirklich hin. Das ist auch erstaunlich. Also da müsste man wirklich auch mal nachforschen, warum diese Kurven bei 5 von 6 Herstellern so extrem ähnlich sind. Also man würde vermuten, die haben sich abgesprochen, oder es gibt vielleicht so ein PAF-Original, an dem sich alle orientieren, und dieser Tonabnehmer hat diese, ich weiß nicht, ob die das gemessen haben, auf jeden Fall, dieser Tonabnehmer hat die Kurven, und deswegen wurde dieser Klon dann bei jedem einzelnen Hersteller dann entsprechend nachgemacht. Also der Hinweis ist übrigens auch nochmal wichtig, dass man sagt, ja, das sind alles natürlich durch die Bank sehr, sehr gute Tonabnehmer. Ja? Also nicht, dass da der Eindruck entsteht, jetzt auch durch diese Bewertungen, die wir da abgegeben haben, da macht jemand seinen Job nicht richtig. Also das Gegenteil ist der Fall. Das sind alles hervorragende Tonabnehmer. Das Einzige, oder sagen wir die zwei Punkte, die ich jetzt nochmal rausgreife, ist, also die klingen sehr, sehr ähnlich. Also das würde ich jetzt nach diesem Testverfahren schon so unterschreiben. Und das Zweite ist tatsächlich, weil der Wolfgang nochmal darauf hingewiesen hat, dass dieses Testfeld einfach von den Frequenzkurven so eng beieinander war. Es zeigt bei diesem Test einfach sehr stark, wie die Psychologie einfach eine Rolle spielt in der Hörerfahrung. Total, ja. Und die musikalische Umgebung, ne? Wenn ihr unterschiedliche Jam-Tracks verwendet habt, beispielsweise, dann klingt der Tonabnehmer mehr oder weniger halt gut passend dazu. Absolut. Ja. Klar, live habe ich es auch ab und zu benutzt, und dann hat man natürlich ab und zu gemerkt, es gab einen, da hat der Steakpickup ziemlich stark gepfiffen bei stärkeren Verzerrt-Sounds. Dann, klar, konnte man das dann wieder sagen, okay, das ist der pfeift und so. Ja. Mhm. Es gibt schon ein paar Sachen, die dann darauf hinweisen natürlich. Aber letztendlich war es trotzdem nicht möglich, das jetzt wirklich zweifelsfrei zu sagen, was welches ist es, ja. Ja, sehr interessant. Wir werden weiter forschen und weiter dranbleiben. Mhm. Ja. Ich hoffe, ihr habt Lust, gleich mal den Hörtest zu machen, weil ich bin total gespannt, was ihr so rausfindet. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei einem interessanten Thema. Schön, dass ihr da wart. Wolfgang, Kurt. Darf ich noch einen Hinweis machen? Weil es gibt also von GITEC auch noch ein eigenes Video, was wir zu diesem Themenkomplex produziert haben. Ist relativ lange, mit 45 Minuten. Wer Interesse hat, da auch noch ein bisschen tiefer einzusteigen, und wer vor allem wissen möchte, wie genau diese ganzen Testverläufe abgelaufen sind, der sei da herzlich eingeladen, hier auch den Link anzuklicken, und wir würden uns über Zuseher sehr freuen. Genau, und es gibt sogar auch noch auf der Website den Test, wo man dann sofort eben das mitbekommt. Die Website heißt wie? Die Webadresse ist? Webadresse ist gitec-forum.de. Genau, schaut gleich mal drauf. Bin gespannt, was ihr sagt. Dann herzlichen Dank fürs Dasein, Wolfgang und Kurt. Schön, dass ihr da wart. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gern. Wir testen weiter und basteln weiter, und mehr dazu bald hier bei SuperGenTV. Nächsten Freitag gibt es wie immer eine neue Folge. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Ciao.